Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem Pressetermin anlässlich der Unterzeichnung des Letter of Intent zwischen dem Land Berlin und Galeria Karstadt Kaufhof. Sie haben vielleicht auch noch den Herrn Geiwitz hier in dieser Runde erwartet. Corona-bedingt wollten wir ihn technisch dazuschalten. Das war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Sie haben jetzt aber Gelegenheit für Nachfragen, nachdem der regierende Bürgermeister und die Bürgermeister Popp und Lederer hier kurze Statements gegeben haben. Bei den Nachfragen bitte ich darum, das möglichst kurz zu halten und sich möglichst auch nur auf dieses Thema zu beziehen. Vielen Dank, regierender Bürgermeister. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und erstmal eine große Entschuldigung von unserer Seite dafür, dass Sie so lange warten mussten. Frau Seefeld hat das ja gerade angesprochen. Wir waren bis eben auch noch damit beschäftigt zu sehen, ob und wie wir auch die Vertreterinnen und Vertreter von Karstadt, von Signa hier mit dazu bekommen können. Aber sie sind teilweise nicht in Berlin. Insofern haben wir jetzt alles fernmündlich aber auch geklärt, haben die nötigen Unterschriften, die hier in dem LOI auch vorhanden sein müssen für die Vertragsparteien. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir miteinander sehr erleichtert sind, dass wir wirklich ein gutes Ergebnis für Berlin verhandeln konnten. Es ist so, dass wir uns in diesem LOI darauf verständigt haben, dass 4 Standorte in Berlin erhalten werden. Das ist das Ringcenter, Tedam, Wilmersdorfer Straße und die Müllerstraße. Wir haben in dem LOI die 3 großen Zukunftsprojekte auch für Karstadt, für den Signa Konzern aufgenommen, den Hermannplatz, Alex und den Kurfürstendamm. Und das Land Berlin wird da auch eine federführende Rolle spielen, dass es mit diesen Investitionen dann auch wirklich vorangeht. Natürlich immer in Abstimmung mit den Bezirken. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn man alleine an so ein Projekt wie den Hermannplatz denkt, dann weiß man, dass es da ja nicht nur um den eigentlichen Bau geht, um das eigentliche Warenhaus, sondern dass im Rahmen eines Masterplans ein ganzes Quartier sich entwickeln muss und entwickeln wird. Und das geht natürlich nur in einer guten Kooperation zwischen dem Unternehmen, dem Land Berlin und dem Bezirk. Das waren keine einfachen Verhandlungen in den letzten Wochen. Gestartet sind wir auch nicht nur in einem direkten Austausch mit dem Signa-Konzern, sondern eben auch mit den Vermieterinnen und Vermietern. In mehreren Telefonschalten auf mehreren Ebenen haben wir ausgelotet, wo und wie wir helfen können als Land, was von uns erwartet wird. Wir haben auf der anderen Seite auch deutlich gemacht, was wir von unseren Vertragspartnern erwarten. Verlässlichkeit vor allen Dingen auch in Bezug auf Arbeitsplätze. Das war für uns 3 von entscheidender Bedeutung jetzt auch in den Verhandlungen, dass immer klar ist, wir wollen Standorte erhalten aus einer stadtentwicklungspolitischen Sicht auch. Es ist wichtig, diese großen Häuser zu haben für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger, für die Weiterentwicklung der Quartiere. Von entscheidender Bedeutung sind aber eben auch die Arbeitsplätze. Dass wir auf dieser Grundlage zu einem guten Ergebnis kommen konnten, eine gute Absichtserklärung haben, mit denen wir in den nächsten Jahren arbeiten können und auch eine Perspektive bieten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist, glaube ich, ein guter Tag für Berlin, ein guter Tag auch für den Einzelhandelsstandort Berlin. Vielen Dank. Dann würde ich direkt daran anschließen. Und wer hätte das vor einigen Wochen gedacht, als die Schließungspläne hier bekannt wurden, die ersten Schließungspläne? Das war wirklich eine mittlere Erschütterung, weil wir alle wissen, dass die Häuser, die dort auf der Liste standen, vor allem die großen Karstadthäuser, auch wirklich wichtige Anker für die Kieze sind, in denen sie bestehen. Müllerstraße, Tempelhofer Damm, Wilmersdorfer Straße, aber eben auch in den Centern, Ringcenter und Lindencenter. Und dann haben wir uns auf diesen Weg gemacht, mit den Vermietern zu sprechen, mit den Betriebsräten, mit der Geschäftsführung und dann eben auch mit Signa, mit GKK, die dann in das Insolvenzverfahren ja reingegangen sind zum 1. Juli. Und das waren harte und zähe Gespräche. Ich möchte mich vor allem nochmal bedanken, wirklich auch
ja, bei der Senatskanzlei, bei meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, bei all denjenigen, die mitverhandelt haben in diesen letzten Wochen, wo es immer hin und her ging in Abstimmungsrunden und Prozessen. Das war nicht einfach, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das ist ein gutes Paket für Berlin, was wir hier miteinander auf den Weg bringen, weil es Standorte sichert. Die Standorte sind genannt worden. Das ist der Tempelhofer Damm, die Wilmersdorfer Straße, die Müllerstraße. Das ist im Ringcenter auch ein wichtiges Signal. Im Ringcenter wird die Filiale des Kaufhofs gesichert, dauerhaft. Bei Karstadt Sport werden wir uns noch einsetzen. Da sind die Messen noch nicht ganz gesungen. Da gibt es noch Einsatz und vielleicht bekommen wir dort auch was erreicht. Wir sichern Standorte, wir entwickeln Standorte weiter am Alexanderplatz, am Hermannplatz, am Kurfürstendamm. Das sind natürlich die Bauvorhaben in unterschiedlichen Stadien. Am Alexanderplatz gibt es einen Bebauungsplan bereits, am Kurfürstendamm gibt es schon einen Masterplan- und Werkstattprozess, am Hermannplatz fängt es jetzt erst an. Aber das ist alles ein Zeichen dafür, dass der Einzelhandels- oder Kaufhausstandort Berlin auf einem Weg ist, auch wieder sich zu modernisieren, sich weiterzuentwickeln mit den Vorhaben. Es ist wichtig, nochmal zu erwähnen, dass nicht nur Arbeitsplätze gesichert werden, sondern auch an den Standorten, die erhalten bleiben, auch 45 Millionen Euro investiert werden, um diese Standorte zukunftstauglich zu machen. Was eine wichtige Botschaft für diese Standorte ist, dass sie tatsächlich eine Perspektive auch bekommen, sich zu modernisieren und auch dort wieder attraktiver zu werden und andere Standorte, die eben auch weiterentwickelt werden, wie die drei Bauprojekte, um damit in ganz Berlin einen guten, stabilen Einzelhandel, Kaufhäuser, die zukunftstauglich sind, Kaufhäuser, die zukunftsfähig sind, auf den Weg zu bringen miteinander. Das ist das Verhandlungspaket, was wir heute vorlegen. Die Arbeit fängt an einigen Stellen jetzt erst an, muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber es ist tatsächlich ein gutes Paket für die Standortsicherung, für die einzelnen Kieze, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, vor allem Mitarbeiterinnen von Karstadt. Wir wissen, es handelt sich ja vor allem um Frauen, 70% Frauen, deren Arbeitsplätze hier gesichert worden sind, und eine Weiterentwicklung, Modernisierung bestehender Standorte und neuer Standorte. Rundherum ein gutes Paket für die Stadt. Ja, auch ich will mich bedanken und sagen, dass wir in den vergangenen Wochen versucht haben, schnell und intensiv zu Lösungen zu kommen, die der Sicherung dieser Standorte dienen. Ich sehe das natürlich trotzdem mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich habe jahrelang in Hohenschönhausen, in Neu-Hohenschönhausen gelebt, und ich weiß, was es bedeutet, wenn dieser Ankerort dort am Lindencenter in der Zukunft dann nicht mehr vorhanden sein wird. Das wird uns auch noch vor das eine oder andere Problem stellen, wird uns auch stadtpolitisch noch fordern, denn Ramona Popp, Michael Müller haben es gesagt, es geht einerseits um Arbeitsplätze, es geht aber auch andererseits um Anziehungspunkte in den Kiezen. Und insofern war es auch richtig, um jedes einzelne Haus, um jeden einzelnen Standort zu kämpfen, und dass das gelungen ist und dass wir da in den vergangenen Wochen eine intensive Arbeit miteinander leisten konnten. Darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar allen denen, die konkret an den Verhandlungen beteiligt waren, aber auch im Miteinander uns. Ich will an dieser Stelle auch noch einen Dank loswerden an Katrin Lomscher, die als Stadtentwicklungssenatorin diesen LOI in den vergangenen Wochen auch intensiv mitverhandelt hat. Das war jetzt sozusagen nochmal ihr letztes großes Vorhaben. Ich hoffe nun, dass tatsächlich in den kommenden Jahren wir dann mit den hier verabredeten Vereinbarungen verlässlich Zukunftsorte schaffen können. Und ich hoffe natürlich auch, dass, wenn die Pandemie mal vorbei ist und sich die Situation im Einzelhandel insgesamt hoffentlich dann auch wieder zum Positiven wendet, dann vielleicht auch mehr Optimismus herrscht, was stationären Einzelhandel angeht. Na klar, ist das jetzt eine Ausnahmesituation, aber wir alle hoffen ja, dass wir ab dem kommenden Jahr dann auch wieder eine bessere Situation haben. Und wir haben uns verabredet, dass wir jetzt auch an der Umsetzung des LOI arbeiten werden. So stehen wir hier heute. Mein Dank an alle Beteiligten. Und ich bin auch sehr, sehr froh darüber, lachendes und weinendes Auge, dass diese Vereinbarung hier heute gelungen ist. Gut. Zuerst habe ich Herrn Faroun gesehen. Bitte schön. Darauf gleich antworten kann. Erstmal ist Meinungsumschwung vielleicht nicht richtig formuliert, weil von Anfang an gab es auch von Seiten Karstadt natürlich ein großes Interesse und großes Bemühen, möglichst viel Standorte zu erhalten. Es gibt eine wirtschaftlich schwierige Situation.
die jetzt durch Corona sich noch mal verschärft hat. Aber es gab ein gemeinsames Interesse, auszuloten, auch mit den Vermietern, was am Standort geht und was nicht. Und ich will an der Stelle auch ausdrücklich sagen, dass Herr Herzberg da eine wichtige Rolle gespielt hat und sehr konstruktiv vom ersten Tag an mit uns jedes Detail verhandelt hat. Und es ist richtig, Herr Verhoeven, dann ist es irgendwann auch ein Geben und Nehmen. Wir haben darauf gedrungen, dass wirklich es auch Arbeitsplatzgarantien gibt, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. Auf der anderen Seite war es dem Unternehmen sehr wichtig, auch einen Ansprechpartner zu haben, die Koalition hier auch in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, wie können wir gemeinsam Dinge voranbringen, schnell voranbringen, wie gesagt, in Abstimmung mit den Bezirken, aber eben auch mit der Kompetenz und mit den Möglichkeiten der Landesebene. Dass hier die drei Bürgermeister stehen, ist in diesem Zusammenhang dann auch kein Zufall. Sondern wir, die Spitzen der Koalition, stehen dafür, dass die Standorte sich so weiterentwickeln können. Wir werden aber im Gegenzug eben auch darauf achten, dass unser Vertragspartner, wie im LUI festgehalten, eben auch verlässlich die Standorte weiterentwickelt mit den Investitionssummen, die Frau Popp genannt hat, und eben auch mit den Arbeitsplätzen. Wie gesagt, das war für uns von großer Bedeutung. Also ein Geben und Nehmen in der Weiterentwicklung und in der Bestandssicherung. Dann Frau Bohns, bitte sehr. Nochmal, das Land Berlin, die Senatsebene oder die Senatsebenen, gerade beim Hermannplatz wird ja deutlich, dass da auch mehrere Verwaltungen gefordert sind, natürlich Stadtentwicklung, aber zum Beispiel auch Verkehr. Die Landesebene wird hier eine steuernde, koordinierende, federführende Funktion übernehmen, aber in Abstimmung mit den Bezirken. Auch da wieder beim Hermannplatz, ganz klar, es sind zwei Bezirke, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg, die mit ihren Interessen auch berücksichtigt werden müssen. Bei dem Kurfürstendamm ist es so, dass wir einen Vorlauf haben, schon durch die entsprechenden Pläne für eine Hochhausbebauung. Wir haben Abstimmungsprozesse im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, die im Rahmen von Werkstattgesprächen sich schon damit auseinandergesetzt haben, was geht und was nicht geht. Das Baukollegium von Frau Lüscher hat sich damit auch auseinandergesetzt. Wir haben hier festgehalten, dass wir ein Umfeld haben für die Weiterentwicklung des Hauses am Kurfürstendamm, an dem wir uns orientieren wollen. Das ist nicht Aufgabe von Bürgermeistern in einem LOI festzuhalten, wie viele Meter werden es nun ganz genau. Aber dass es eine Weiterentwicklung gibt mit höheren Bauten, das ist möglich, das ist unstrittig. Und wir wollen uns am Umfeld des Kurfürstendamms orientieren und zurückgreifen auf die Pläne, die es auch schon vom Bezirk zum Beispiel oder im Baukollegium gibt. Gut. Dann noch einmal Herr Verhoeven. Mona, willst du nochmal für die Laufzeiten? Also ich fange mit den Laufzeiten an für die vier Standorte. Der Standort am Ringcenter ist für mindestens 10 Jahre gesichert, so steht das im LOI drin. Am Tempelhofer Damm für 5 Jahre man strebt an, dass auch hier 10 Jahre der Sicherungszeitraum mindestens sind. In der Müllerstraße und Wilmersdorfer Straße sind es erstmal 3 Jahre und auch hier strebt man 10 Jahre Sicherung des Standortes auch an. Das hat was mit den unterschiedlichen Vermietern zu tun, die hier dahinter stehen und diese Standorte auch mit verhandeln. Es hängen rund 800 Arbeitsplätze an diesen drei Standorten, für die es keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll, eben für diese abgesicherten Zeiten an den Standorten. Für die anderen Standorte ist es natürlich selbstverständlich, gilt es eben auch, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Kaufhof, Alexanderplatz, aber das ist nicht Teil des LOIs. Es bezieht sich jetzt speziell auf diese Standorte, die hier gerettet worden sind und gesichert worden sind für die Zukunft. Gut, dann bedanke ich mich für die Statements. Wenn jetzt noch weitere Fragen sein sollten, dann können die gerne im Nachgang auch gestellt werden und wir gucken, dass wir die beantworten können. Das ist jetzt aus Termingründen leider nicht mehr möglich.
Danke. Vielen Dank.